Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Worms Ultimate Mayhem. Und ich sitze hier auf meiner Decke. Jo. Ja, Kampagnen. Ich glaube im letzten Part haben wir zwei Kampagnen geschafft. Ich bin mir aber da gar nicht mehr so sicher. Das ist schon wieder so lange her. Ich habe auch keine Ahnung. Verdient ihr deine Kruste? Ja. Oje, ein paar gemeine Diebe haben die besten Waren unseres Müllers gestohlen. Du musst sie zurückholen und die kleinen Schlingel schnappen. Also krempel die Ärmel hoch und leg los. Und wenn du sie schnappst, dann gib ihnen Haue, bis sie weinen. Sammle alle drei Gesundheitskisten hinter der Windmühle und vernichte den Gegner. Wenn du nur eine einzige Gesundheitskiste verlierst, scheitert die Mission. Alles klar. Ich bin eben jetzt aufgestanden, meine Stimme könnte sich noch ein bisschen komisch anhören, aber... Das dürfte eigentlich nicht mehr so weit der Fall sein. Was hab ich sich denn dabei gedacht? Oh mein Gott. Number 2! Heißt die einfach nur Numbers? Oder ist das jetzt hier einfach nur aus Fun? Ist wieder egal, ob die Brücke zerstört wird. Ich komm da drüber. Dirty Thieves, alles klar. Alter, der hat verdammt viel weggeballert, ey. Leck mich am Arsch. Okay, Henchman. Henchy. Viel Spaß. Gut. Haben wir der schon mal tot? Zwei gibt es noch, den Korn, ich nenne ihn einfach Corny, ich bin Conny. Conny hätte jetzt hier viel mehr gepasst. Was wollte der die Kisten zerstören? Holy. Komm ich da hoch? Ja, nice. Aber da werde ich jetzt vorher erstmal nicht drüber kommen. Verdammte Scheiße. Und ich so, ich komm da drüber, alles klar. Naja. Nee, Corny. Du kriegst aufs Maul. Weil Corny passt einfach viel besser, weil das ist eine Mühle und da gibt's Korn und so, ne? Also jetzt nicht den Alkoholkorn, aber. Der will wirklich die Kisten zerstören. Ah nee, der will. Nein! Der stand so mal bei den Kisten! Nein! Oh, fuck. Das war ein schlauer Schachzug, mein Freund. Ein schlauer Schachzug. Ich tue dir jetzt erstmal Corny. Oh, der explodiert da irgendwo bei den Kisten. Jetzt haben wir nur noch den Boggy Pete da oben. Nein, bitte nicht. Ich würde sagen, ich bin tot. Wir leben noch. Holy. Zumindest der da unten lebt nur. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ach ja, ich muss gedrückt halten. Scheiße. Ich kann die Kamera nicht drehen. Ja. Oh, das ist total behindert jetzt. Nein. Nein. Der skippt.
amusing your primitives are. Der skippt. Oh, bitte fall ins Wasser. Bitte fall ins Wasser. Bitte. Ja. Okay. Okay. Die Typen sind tot. Ich muss nur noch die Kisten einsammeln. Ich kann die Kamera nicht drehen. Ich glaube das nicht. Ich hab's, alles. Explodier du ruhig. Ist mir egal. Ich hab die Mission. Oh Gott, ey. Das war gut, ey. War eine spannende Mission, aber ich hab's noch hinbekommen. Sogar unter der Zeit. Also. Dann schaffen wir noch. Land in Sicht. Als wir über die sieben Meere segelten, trafen wir auf diese kleine Inselgruppe. Als wir das Gebiet etwas durchsuchten, fanden wir eine Schatztruhe auf einem Hochsitz, die von einem niederträchtigen alten Seebär bewacht wurde. Leider waren wir nicht passend ausgerüstet und brauchen jetzt Hilfe, um an diesen Schatz zu gelangen. Du musst dir was einfallen lassen. Alles klar, an den Apfelkerninseln. Aber da die Mission recht kurz ist, schaffen wir die noch. Wir haben ja erstmal 6 Minuten rum, also please. Dann kriegen wir hin. Ja. Haben die nicht gesagt, er wird nur von einem bewacht? Oh mein Gott. Das sieht verdammt schwer aus. Und ich habe wirklich gar nichts. Mir jetzt scheißegal, Hauptsache ich hab die mal ein bisschen. You are a pirate! Are the pirates! Ja, wer kennst du nicht? Ja, skippt. Das ist natürlich nice. So, wo ist das Jetpack? Das Jetpack ist da. Denkt ihr, schafft das mit einem Jetpack? Ach, das hat nur 2 Sekunden. Ach so. Was ist denn falsch bei euch? Oh, die skippen die ganze Zeit nur. Das sind das Lappen, ey. So, wo ist jetzt das nächste Jetpack? Da. Warum so viele Jetpacks? Da fall ich doch runter. Kann ich nicht einfach skippen? Ja, ich wollte gerade schon sagen, irgendwann muss ja einer mal ballern. Hat er getroffen? Oh, ja, einer ist von mir tot.
Ich hab's geschafft, oder? Ich muss jetzt niemanden noch töten, oder? Ja, nice. Alles klar. Ich musste ja nur da oben ankommen. Es ist ja nicht, ich soll jemanden töten. Ja, nice. War ja mega easy eigentlich. Naja, 35 Sekunden mehr gebraucht, aber... Nonne, die Riesenrutsche. Oh, da freue ich mich schon drauf im nächsten Part. Ja, ja, meine lieben Freunde, wir sehen die Riesenrutsche im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet im nächsten Part wieder ein. Das würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin, tschüss.